Ahoi Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. RimWorld spielen wir. Können die Simulator bei Deinen Sylvester, was immer das für ein Name ist. Wahrscheinlich von dem Wickler ist das ein echter Name, also habe ich ihn gerade ganz schön beleidigt, der Arme. Aber naja, wir spielen eine DRM-freie Version, die von jeweils von Christian bereitgestellt wurde. Und ich habe das Spiel schon mal gespielt, bin aber jetzt nicht so aktiv da drin gewesen. Also ich habe mal so einen Koni gemacht. Crash landed. Wir nehmen einfach mal Standard. Cassandra Classic. Peaceful Base Builder. Some Challenge. Rough Intense. Wir machen mal Some Challenge. Die anderen, keine Ahnung, was sie von mir wollen. Permadeath Mode. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, was es heißen soll. Weil wenn Charaktere sterben, sterben die eigentlich. Ja. Wir spielen gerade die aktuellste Version. Seed ist. Chrissa com ESO. Global Coverage. Faktische, wir machen 100%. Very long time hat deine Schnauze, Alter. Overall Rainfall normal, overall Temperature normal. Generate. So. Das werden, glaube ich, 20 Minuten Parts. Die Videos werden am Wochenende nur kommen, also Samstag und Sonntag. Weil Christian will mindestens 2 Videos pro Woche sehen. Und dieses Let's Play wird hauptsächlich gemacht, weil Christian nur ESO mit mir spielen will, also Elder Scrolls Online, wenn ich aktiv dieses Spiel Let's Play. Und dann dachte ich so, Jokes on you, ich mach das jetzt. Also werden wir, heute haben wir den 30.11. Und am 1.12. wird der erste Part kommen. Und wir gucken mal, wie lange wir den Scheiß überleben. Vielleicht war es doch keine gute Idee, dass ich 100% gemacht habe. Aber das hat damals, als ich das versucht habe, auch nicht so lange gedauert. Deshalb hoffen wir einfach mal, dass das alles im Rahmen bleibt und jetzt fertig generiert ist. Ja, gut. RimWorld ist halt so ein Koloniesimulator. Kann man sich praktisch wie so eine Mischung aus... Oh, das ging tatsächlich... Leichter, muss ich gar nicht mehr erklären, weil ich selbst keine Ahnung, wie man das Spiel nennt. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich hier bewege. Ah, W, S und D, U, okay. Okay, wir haben einen Planeten. Ich glaube, das hier? Smuggler's Crack. Das ist eine Faktion? Crack, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hier sind einfach nur Siedlungen mit so ein paar Siedlern. Aber ich weiß nicht, ob wir da irgendwas auch machen können mit. Ich glaube, wir können da hinreisen, theoretisch. Gibt es halt die größeren, ich sag mal klein, nicht. Also, so, das hier würde so ein Camp sein, denke ich mal. Und das hier so eine Siedlung. Und das hier, Suffering Settlement, so Executioners. Und ich glaube, entweder die sind ausgestorben oder die sind tot. Die wollen uns töten. Gut, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt angucke, was ich hier machen soll. Ich sollte so einen gediegenen Planeten. Wintertemperatur. Das sieht doch gut aus. Wo war ich denn? Ich wollte auf jeden Fall ein bisschen Gras haben. Wintertemperature. Wenn es minus 0, nicht auf minus 0 geht, dann ist es ganz okay. Average Temperature. Rainfall. Ja, bestimmt. Elevation. Ja, vielleicht machen wir einfach so eine Küstenstadt, oder? Wir müssen dann nur welche Freezer bauen. Okay, machen wir da. Also, wir sind da vorne. Die Maus ist, glaube ich, im Video irgendwie verbuggt gewesen. Ich weiß nicht, was mein Testvideo. Ich weiß noch nicht, was ich da umstellen kann. Also, sie flackert so ein bisschen. So, Advanced. Wir spielen auf Large. Weil ich glaube, Ludeonicros. Anstatt Very Large schreiben wir Ludeonicros. Das Wort kann ich mal aussprechen. Wir können natürlich auch das Größte machen, aber meh. Left Behind? Was? Medieval Slave? Was? Was zur Hölle? Go Juice Addiction. Kann ich das hier nicht... Wir drücken ein paar Mal Randomize. Okay, Growing Desk. Gut, den behalten wir. Test Subject hat Melee. Und Intellect. Wir brauchen, glaube ich, was wichtig ist, ist Medizin, Growing und Construction ist, glaube ich, relativ wichtig, obwohl.
Das Feuer bedeutet, dass sie es sehr gerne mögen, dass sie dadurch schneller lernen. Ein Feuer bedeutet halt, ja, ist ganz cool. Und das andere ist halt, meh. Okay, Model. Artistic. Ja, autistic wohl eher. Hallo Meme. Versuchen wir mal einen relativ guten rauszubekommen. Wir können natürlich jetzt auch Christian suchen, aber der hat nämlich so seinen Namen im Spiel. Aber ich weiß nicht, ob wir den hier irgendwie finden können. So schnell, also Moment mal hier. Gut, Medizin, Sickly Child. Warum auch immer Sickly Child? Weil die keine Krankheiten hat, aber naja. Bree, Winter, Visier. Ja, gut. Teamskills, ja, machen wir es einfach so. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Kombination ist, aber das ist ja so ein bisschen so random Spiel, wo man so ein bisschen hoffen muss, dass es gut läuft. The three of you awake in your crypto sleep sarcophagi. Sarcophagi ist die Merze von Sarkophag? Okay. To the sound of sirens ripping metal. Ja, yeah, okay, gut, kriege ich hin. Escape Pods. So, machen wir erstmal Pause. Also. Wie fangen wir am besten an? Architekt war, glaube ich. Moment mal, ja, Architekt. Work. Das habe ich nie verstanden. Also ich habe das schon grundsätzlich verstanden, nur es hat für mich meistens keinen Sinn ergeben. Christian hat ja auch schon 30 Let's Plays davon gemacht, gefühlt. Also ich glaube 4 Kolonien oder so, aber die alle nicht so wirklich lang gingen. Ja, da muss ich gerade ein bisschen rülpsen. Ja. Wall. Wir machen eine Holzwand hier lang. Und die constructen schon mal das hier. So, dann bauen wir hier eine Tür rein, damit wir schon mal ein erstes Gebäude haben. So, Orders. Cut Plans. Orders. Einmal. Orders ist, was man seinem Team sagen kann, was sie machen sollen. Zonen können wir halt eine Zone machen. Dann können wir hier eine Stockpile Zone schon mal machen. Die nennen wir dann gleich einmal um. Dumping Stockpile ist halt, wo man Schrott hinschmeißt, oder? Ja, Schrott. Growing Zone ist halt, wo man Sachen anpflanzen kann. Und können wir auch gleich mal starten, theoretisch. Dann können wir hier schon mal ein Feld bauen. Und bauen dann hier noch eins. Warte mal, wie groß habe ich das gemacht? 9x9 mache ich das am besten. Expand. Gut, das passt nicht mal, danke. Delete. Ich will das nämlich schön ordentlich haben, weil wir hier in Deutschland sind. Beziehungsweise auf diesem Planeten sind wir zwar nicht in Deutschland, aber ich will es trotzdem ordentlich haben. 10x10 sieht doch gut aus, da können wir hier auch nochmal 10x10 machen. Dann passt das doch gut. Und dann machen wir hier nochmal ein kleines 3x10 für irgendeinen anderen Mist. Zone Areas, hiermit können wir halt Zone machen. Build Roof Area. Expand Home Area, okay. Wir haben jetzt noch kein Home, deswegen können wir gerne Home Area setzen. Wir könnten aber gleich eigentlich schon was bauen. Deshalb baue ich schon mal Structure. Structure heißt halt selbstsprechend Strukturen. Da kann man halt Gebäude bauen. Not enough stored. Ich weiß, dankeschön. Machen wir es erstmal so groß. Obwohl, ich habe eine Kolonie sogar ein bisschen länger gespielt damals. Ich weiß nicht, ob wir die Home Area machen müssen. Ich glaube nicht. Power Conduit sind Generatoren. Also, mich persönlich hat Strom eigentlich nicht so sehr interessiert die meiste Zeit. Dann bauen wir hier erstmal ein paar Betten. Wir brauchen hier erstmal 3. Privatsphäre könnt ihr später einfach mal gönnen. Animal Sleeping Spot. Können wir auch mal hinsetzen. Obwohl, 35 Holz ganz schön viel, ne? Furniture. Okay, ja, Furniture heißt halt Möbel, Power, Strom. Mescalons sind halt zu random, das heißt andere Sachen halt. Ein Grab zum Beispiel, ein Tool Cabinet, da werden halt Werkzeuge gelagert. Unser ganzer Mist Security ist halt für Krieg, weil man muss auch eine Siedlung hier verteidigen. Floor ist Boden. Dann können wir auch schon mal hier eigentlich den Boden schon mal vollsetzen. Und da auch. Dann können wir nochmal. Kann hier irgendwie. Aber nur so einen Laufweg hier mal zeichnen. Ich weiß nicht, ob das ging. Joy ist halt, um Spaß zu haben. Da gab es damals nur Horsepin und Chess Table.
Es gibt noch ziemlich viele Mods, aber ich spiele eigentlich immer Vanille-Spiele. Ein Chip, damit können wir, glaube ich, ein Raumschiff immer mal bauen, was wir aber jetzt noch nicht können. Und Temperatur ist halt, für die Temperatur. Am Anfang wird wahrscheinlich erstmal so ein Campfire gut sein, aber das habe ich eigentlich nie gebraucht, weil es eigentlich mal warm genug war. Und wir können ja eigentlich mal direkt einen Kühler reinsetzen, weil das unser Kühlhaus werden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal das hier. Ja. Hier, was können wir denn mal planten? Wir haben doch... Healing Plant gab es das, glaube ich, oder? Heal Root. Da haben wir schon einen, glaube ich, mit so viel. Da kommt Potato und da machen wir mal... Korn hin. Fieb arbeitet auch schon, indem sie das Holz hier wegmacht. Auf 3 können wir es beschleunigen, also 1 bis 3 sind halt die Geschwindigkeiten. Ich spiele halt entweder auf 1 oder 3 meistens. Also hier könnte ich schon mal alles holen. Hall Things, das packen die dann zu ihrer Lagerzone. Obwohl, das hier können wir mal. Stockperson 1. Rename, die nennen wir schon mal. Fraser, ich habe meine Zone mal gerne Englisch benannt, weil das Spiel auf Englisch, weil ich das auf Englisch gespielt habe, da dachte ich so, ja, meist einheitlich. Und wir wollen hier den Storage ändern auf Allow Rotten, nein. Und wir wollen hier eigentlich nur Essen speichern und Human-like Corpses. Ne, eigentlich will ich auch keine Corpses hier haben, danke. Die können wir zwar noch für irgendwas benutzen, um die. Man kann auch kannibalistisch werden, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Und man muss hier noch die Prio auf Critical setzen, wenn man will, dass das Essen da gespeichert wird. Könnte ich das mal ein bisschen schneller machen? Oh Gott, hier ist ja schon ziemlich viel. Inspiration, go Frenzy. Has just been inspired and will now walk. Okay, gut, das ist doch schön. Dass sie schneller gehen will. Ja. Stockpile Zone. Haben wir einen Dogger? Und hier, Moment mal. Richtig mache ich das leer und hier machen wir halt erstmal anderen Scheiß hin. Außer Essen. Foods. Und den Rest könnt ihr erstmal da lagern. Ganz kurz einen Stop mal machen. Ich muss mal gucken, wer am besten hier kämpfen kann. Sehe ich das hier irgendwie oder sehe ich das bei Work? Nein. Combat. Danke, nein. Ah, hier. Character sind das. Shooting 1. Okay, du kriegst schon mal keine Gun. Du hast Shooting 2. Du hast Shooting 5. Okay. Dann nimm du mal bitte das auf. Mit Rest kann ich ihnen auch selber anweisen, was die machen sollen. Wenn ich hier auf einen geklickt... Oh Gott, wir haben ja richtig viel Müll. Das ist ein bisschen mehr verteilt als damals, glaube ich. Du hattest, glaube ich, Shooting auf 2, ne? Ja. Dann kriegst du die Pistole. Und du, Winter, du kriegst das Messer. Die Sachen habe ich... Und wenn mal Medizin soll auch gekühlt werden, glaube ich, oder? Ist das bei Manufactured? Medicine. Ich weiß nicht, ob Medicine gekühlt werden muss. Aber ich lasse erstmal da, weil das gut ist. Die können geholt werden. Die kann man hier auf F Forbid, dass sie nicht aufgehoben werden sollen oder nicht Forbid machen. Ich mache das meistens auf, also ich sagte meistens, dass sie alles hier wegholen sollen. Winter, was machst du denn? Hast du nichts zu tun? Medicine. Warte mal. Restrict. Hier kann man den Tagesablauf von diesen Viechern planen, also von den Leuten planen. Aber da ich gerade noch ein bisschen zu früh dafür im Spiel bin, weiß ich nicht, ob ich noch was machen kann. Winter. Kannst du... Du kannst nicht... Ich habe nur einen Constructor, das ist ein bisschen doof. Kannst du irgendwas Sinnvolles machen? Oh, du kannst Art machen. Plant Cut kannst du machen. Und Hand. Hunter likes a range weapon. Okay. Vielleicht können wir auch noch farmen später. Warte mal, kann ich dich auf Construct setzen? Okay, das ist nicht gut.
Wieso schläfst du jetzt, Phoebe? Warum macht das hier keiner kaputt? Okay, gut. Jetzt wird da schon mal der Boden gebaut. Construction failed. Phoebe ist auch nicht so gut im Bauen. Okay, du pflanzt da schön fleißig, das ist gut. Ja, danke. Die brauche ich nicht. Da es sowieso gerade warm ist, brauchen wir noch keine Wärme draus. Also hier für den Schlafraum. Wir haben ja gerade noch 23 Grad. Das reicht ja erstmal. Essen. Social Drugs. Ach Gott, die wollen Drogen annehmen, ey. Ich glaube, mit Drogen habe ich nie gespielt. Research. Research können wir uns so Research Bench irgendwann mal bauen. Und können dann ganz viel Müll erforschen. Da ich aber gerade erstmal mit der Basis beschäftigt bin, wird das erstmal nichts. Die Felder zeigt halt an, dass da noch was gebaut werden soll. Und hier, falls da schon was drauf liegt, wird halt schon gezeigt, dass da was drauf ist. Und dass da nur praktisch zusammengeschraubt werden muss. So, auf der Welt können wir dann nochmal unsere coole Welt sehen, die ich zu 100% generiert habe. Was gar nicht so lange gedauert hat, wie das Spiel gesagt hat. Das ist halt unsere Siedlung. Und wir können halt irgendwo anders hinreisen irgendwann. Habe ich noch nie gemacht. Die Factions. Der Red Hill Pact hasst uns. Und die Executioners auch. Und die anderen sind so. Meh. Autosaving. Ich habe Autosaving an. Ich glaube, das Spiel könnte ein bisschen lauter sein, oder? Musik ist sehr leise. Obwohl, wenn die reden, also wenn die irgendwas machen. Ich mache alles noch ein bisschen lauter. Ich kann es ja für mich dann selber leiser drehen. Construction failed. Danke, Fieb. Du bist richtig nützlich. Wie schlecht bist du denn in diesem Spiel? Ich brauche auf jeden Fall neue. Was ist los? Irgendwas hat hier gerade. Oh, not longer. Ist mir egal. Okay, das Holz haben die schon mal hingetragen. Kann Winter nicht holen noch? Hol. Na, das macht sie aber nicht. Sie macht gerade Bäume kaputt. Okay. Immerhin das. Immerhin macht sie was. Wie kann so schwer sein? Du hast dreimal versucht, diese Wand zu bauen. Das ist nicht geschafft. Danke. Was ist das überhaupt? Wild Heal Root. Okay, das ist cool. Haben wir sogar was. Da wir erstmal noch ein bisschen Essen haben, jage ich halt die Tiere. Okay, das wird automatisch überdacht. Das ist cool. So, dann. Was können wir hier noch reinsetzen? Super Production. Simple Research Bench. Obwohl, ich glaube, es wäre erstmal schlauer, wenn wir. Obwohl, Stone Cutter hier brauchen wir alles nicht. Gab es nicht so einen Crafting-Scheiß noch? Und Furniture noch einen. Obwohl, wir nehmen. Nehmen wir erstmal. Obwohl. Hat es irgendeinen Unterschied? Ich glaube nicht. So, dann machen wir noch ein paar Orders, während die hier mal alle am Schlafen sind. Cut Plans. Jetzt mal hier alles wegmachen. Obwohl, das brauche ich eigentlich gar nicht. Oh, naja, wieso nicht? Chop Wood, das kommt schon mal alles weg. Dann können wir. Mit rechts mache ich das, stimmt. So, den Vogel können wir eigentlich mal jagen. Wir haben, glaube ich, keinen Jäger, oder? Was machst du da? Hast du dich gerade einfach da hingelegt? Autosaving. Need Defenses, need Meal Source. Build a stove for a campfire. A stove for a campfire. Stimmt, das muss ich auch noch machen. Produktion. Butcher Till, damit können wir die Viecher zerschneiden. Dummer Vogel. Ford ist nicht der beste Schütze, wie wir sehen.
Ich glaube, Munition ist unendlich. Hoffe ich mal für ihn. Okay, dann bauen wir hier nochmal unseren Crafting-Scheiß hin. Das ist ein bisschen klein, oder? Ach, das wird schon gehen. Ist wirklich sehr klein. Kanzel. Machen wir es nochmal zwei höher. Dann haben wir genug Platz. So, dann brauchen wir jetzt Furniture. Nicht Furniture. Production. Produktion. Ein Butcher Table. Und dazu ein Fuel Stove. Ja, Auto, ich weiß, danke. Nehmen dann nochmal Boden. Nehmen den Holzboden. Wieso? Bin ich gerade irgendwas auf was anderes gekommen? Ich merke, dass da noch die Wand fehlt. Und dann nehmen wir nochmal zwei. Okay, gut. Wie kann es denn so schwer sein, einen verfickten Vogel zu erschießen? Was bist du denn? Oh Gott, ich glaube, das soll ich nicht angreifen. Das ist, glaube ich, ganz böse. Ja, er schießt doch gleich. Er schießt gleich hier. Was machst du denn? Gott, endlich! Okay, er hat gerade die Viecher da zerstört. Obwohl doch, hier müssen ja auch. Ach stimmt, hier müssen ja Corpses sogar rein. Corpses. Animal Corpses. Ja, komm erstmal alles rein. Nein, some resources has been wasted. Oh no. Visitor. Hermit. Okay. Ford, kannst du nicht irgendwie was machen? Natürlich das wieder noch hier. Bitte schieß nicht das Megathross an. Gott, bitte hör auf damit. Danke. Meine Güte. So, 23 Minuten Part, merke ich gerade, dass der schon überschritten ist, der 20 Minuten Part, aber gut, dann hoffe ich, hat euch gefallen, Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.